Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das Reini Rossmann Team hat mich angeschrieben und mir was Kleines, Feines zukommen lassen. Deshalb blende ich hier mal Werbung ein. Es geht um dieses Messer, das Bush Backup von K4 oder Knives 4, also der Marke, die Reini Rossmann 2022 sozusagen aus dem Boden gestampft hat. Auf diesem Weg ein großer Dank an Reini, an Jürgen, der mich per E-Mail kontaktierte und das gesamte Reini Rossmann Team. Und wir legen hier auch direkt los, und zwar mit Paketband. Das ist fieses Zeug, wie wir alle wissen, stellt aber überhaupt kein Problem dar, das seht ihr gleich. Mit etwa 55 mm Klingenlänge, einer effektiven Schneide von 52 mm ist das hier ein sehr kompaktes, kleines Messer. Die Klingenbreite liegt bei 3,3 mm, dazu ein Vollflachschliff mit 0,5 mm hinter der Schneidphase. Die Schneidleistung kann sich hier absolut sehen lassen. Dieser breiten, stabilen Klinge kann man auch mal was zumuten. Querbatonieren ist jetzt nichts, was man täglich macht, aber auch hier schlägt sich das Bush Backup sehr gut. Es beweist hier eine wirklich gute Spaltwirkung. Jetzt ein bisschen schnitzen mit sehr hartem Holz. Das dauert also ein wenig, deshalb erzähle ich euch hier schon mal kurz was zum Stahl. Es wurde sich hier für den Böhler N96 aus Österreich entschieden. Ein sehr feinkörniger und rostiger Stahl, lässt sich gut nachschärfen und ist sehr pflegeleicht. Der HRC-Wert dürfte hier so zwischen 58 und 60 liegen. Und dieser Stahl macht hier einfach einen sehr guten Job. Ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass mich die Klinge hier im Stich lässt. Und ihr seht selbst, hier hüpfen die Holzspäne schön weg. Ja, also so macht das einfach Spaß. Zu erwähnen ist auch der scharfe Klingenrücken. Hier wurde nichts abgerundet, also Holzschaben für feine Späne sehr gut möglich. Solche feinen Späne kann man gut zum Feuermachen verwenden und der Klingenrücken eignet sich auch hervorragend zum Feuerstahl anreißen. Das zeige ich euch gleich noch, allerdings nicht im Wald. Bei uns im Wald war zum Zeitpunkt des Videodrehs alles staubtrocken und da wollte ich nichts riskieren. Hier sieht man Löckchen, dafür musste ich ein bisschen üben, wie man vielleicht am Holz im Hintergrund erkennen kann. Es geht wirklich gut, nicht überragend, aber gut. Liegt auch nicht am Messer, sondern eher an mir. Und während hier die Bilder so laufen, kann ich euch schon mal sagen, wie es gleich weitergeht. Wir gehen an Tabletop. Dort gehe ich auf den Griff, die Messerscheide und noch vieles mehr ein. Jetzt aber ein bisschen Musik. Währenddessen schnitze ich dann nochmal so eine improvisierte Gabel. Das habe ich ja neulich erst gezeigt. Und einen Feuerstahl werde ich auch noch anreißen. Bis gleich. Hier nun die gesammelten Werke. Paketband war gar kein Problem. Ja, Holzbearbeitung sowieso nicht, also Löckchen oder hier diese Gabel. Hier waren immer wieder so kleine Verästelungen oder Verwachsungen. Das hat man beim Schnitzen sehr wohl gemerkt, hat aber kein Hindernis dargestellt. Ja, also die Spearpoint-Klinge, beziehungsweise vielleicht Spearpoint mit einem leichten Hoch-Droppoint, hat sich hier
wirklich gut geschlagen. Wir haben hier so ein satiniertes Finish, das hat ein bisschen was abbekommen, aber das liegt wohl am Querperturnieren. Die Schneidphase selbst ist vollkommen intakt, also das ist auf jeden Fall gut gemacht, da kann man nichts sagen. Dann kommen wir zum Griff, der ist auch sehr positiv hervorzuheben. Das ist ein vollwertiger Griff mit einer Länge von etwa 107 mm und effektiv greifbar sind hier immer noch etwa 100 mm. Griffvolumen in diesem Bereich etwa 55 mm und hier 64 mm, also auch das ist wirklich gut. Ein sehr großes Lanyard Hole, 11 mm Innendurchmesser. Griffmaterial ist sehr fein strukturiertes G10, also wenn man hier nicht so genau hinschaut, könnte man auch denken, das könnte Mikata sein. Dazu noch diese unterlegten roten Liner, also optisch auch wirklich ein Hingucker und ist auch gut angepasst, also da kann man nichts sagen, die Verarbeitung passt auch. Dann kurz noch zur Kydex. Ja, das ist hier ein Sandwich-Aufbau, auch gut gemacht. Die ist perfekt angepasst, rastet sehr sauber. Hier klappert überhaupt nichts und ja, das passt. Wir haben hier insgesamt 6 Ösen, also so Feuerstahlhalterungen zum Beispiel wie hier oder so Taschenlampenhalterungen. Das kann man hier auf jeden Fall anbringen. Ist auch TechLock-kompatibel, also hier sind die Löcher angepasst. Das passt auch. Da wurde an einiges gedacht. Im Lieferumfang ist hier auch eine Kugelkette für Neckknife Carry. Also auch das funktioniert und ist auch gut gemacht. Das sind hier oben 2 Löcher, nicht nur eins. Bei einem baumelt das dann immer so rum. Mit 2 Löchern hat man zumindest so ein bisschen seitliche Stabilität. Ja, kommen wir auch schon zum Gewicht von wegen Neckknife Carry. Das ist auf jeden Fall noch gut möglich. Das Messer wiegt ein bisschen mehr als 80 Gramm, vielleicht so 81, 82. Und diese Kydex-Scheide wiegt 22 Gramm. Also das hält sich gerade noch so im Rahmen. Auch hier gibt es überhaupt nichts zu meckern. Jetzt gibt es eine kurze Umbauphase und dann geht es direkt weiter. Hier seht ihr jetzt, dass ich was an der Kydex-Scheide befestigt habe. Dieses Messer gibt es auch mit einer Hauptbildlänge, nennt sich dann Urban Backup. Und die Klingenform erinnert auch dann sehr an die eines Pilzmessers, hier ein Opinel-Pilzmesser. Also das ist wirklich sehr ähnlich. Ich brauche jetzt so ein bisschen eure Fantasie, weil ich muss hier wirklich stark improvisieren und das Urban Backup habe ich leider nicht. Stellt euch also vor, hier drin ist das Urban Backup mit der Hawk-Bildklinge. Dann wäre das hier auch zum Pilzesammeln ganz gut geeignet. Also das könnte man auf jeden Fall nehmen. Dann fehlt natürlich leider diese Reinigungsbürste oder dieser Pinsel. Ja, auch hier habe ich jetzt improvisiert, weil ich habe keinen Pinsel zu Hause, zumindest keinen so kleinen. Und da habe ich mir einfach gedacht, ich nehme jetzt hier eine ausklappbare Zahnbürste mit sehr weichen Borsten. Und wie gesagt, stellt euch einfach bitte vor, das sieht dann auch so ähnlich aus wie das hier. Ja, dann habe ich das hier an der Kydex-Scheide befestigt und wie gesagt, kann man ausklappen bei Bedarf und ist eigentlich eine schöne Sache. Das heißt, man kann mit dem Messer sich um den Pilz kümmern, den schön abschneiden und dann hat man hier eine Reinigungsbürste. Vielleicht ist das eine Idee für die Reini Rossmann Kreativwerkstatt. Reini kann das dann auch sicherlich viel, viel professioneller umsetzen, nicht so stark improvisiert. Ja. Dann könnte man das vielleicht für die Produktpalette für das Urban Backup ergänzen. Jetzt habe ich dann noch eine kleine Idee. Geht auch wieder um die Kydex und es geht um den Griff. Die Griffschalen sind hier mit 4 mm Imbusschrauben verschraubt. Das ist einigermaßen ungewöhnlich, aber absolut praktikabel. Ich habe mir hier für die Kydex-Scheide eine kleine Halterung gebaut für einen Imbusschlüssel. Die besteht letztendlich aus einem O-Ring und einem zufällig passenden Knopf. Also es hält wirklich gut. Ich musste diesen Imbusschlüssel so ein bisschen einkürzen, sonst wäre das hier so stark übergestanden. Aber mit einer Metallsäge ist das auch kein Problem. Und wenn man keinen passenden Knopf hat, würde das auch mit einer Büroklammer und einem O-Ring funktionieren. Also auch das ist kein Problem. Da muss man einfach nur diesen mittleren Steg einmal komplett umbiegen und dann hält hier dieser O-Ring ganz gut. Das kann dann auch nicht verrutschen. Ja, und jetzt habe ich hier diesen Imbusschlüsselhalter. Ich zeige euch das nochmal kurz. Da ist einfach dieser O-Ring durchgefädelt und das hält wirklich gut. Und wieso ich das gemacht habe, zeige ich euch gleich. Ich mache jetzt erstmal hier das Lanyard ab und dann schraube ich den Griff auseinander.
Durch diese breite Klinge und den innen ausgefrästen Griff kann man dann doch hier so ein bisschen Kleinkram unterbringen. Also zum Beispiel einen Angelhaken. Ich habe hier auch gleich noch einen Ersatz-O-Ring mit reingepackt. Das ist ein Angelhaken mit Schnur, den habe ich in Tesafilm eingewickelt. Ja, oder hier eine kleine Pinzette, Victorinox-Pinzette. Hier ein Bleistift. Das ist ein Mini-Feuerstahl, darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Und hier so eine Art Zunder, wenn man so möchte. Ja, das ist einfach von einem Ohrenstäbchen. Und hier ist noch ein kleiner Neodym-Magnet. Also man kriegt ja dann doch so einiges rein und könnte auch durchaus mal sein, dass man sowas braucht. Also man muss sowas nicht machen, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber ja, wie gesagt, vielleicht kann man sowas mal brauchen. Und im Lanyard habe ich dann auch noch was untergebracht. Das sieht man hier, wenn ich es rausbekomme. Auch hier wäre ein kleiner Feuerstahl dann drin. Darüber habe ich ja dann auch schon mal ein Video gemacht. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Also kann man so machen. Ja, übrigens noch kurz zur Verarbeitung. Diese Schrauben, die passen wirklich perfekt. Also das ist auch eine richtig gute Verarbeitung, das ist absolut passgenau und das ist definitiv positiv zu erwähnen. Jetzt geht es aber gleich nochmal weiter, weil mir ist da was aufgefallen. Ja, wie erwähnt, ist mir was aufgefallen. Anhand des Aufbaus dieses nackigen Griffs könnte ich mir vorstellen, dass seitens Knives 4 auch eine Variante der Backup-Serie ohne Griffschalen geplant ist. Hier ist schon Lanyard Hole, vielleicht werden dann hier diese Ausfräsungen anders gestaltet. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und da habe ich mir einfach aus meinem Fundus, ich habe mal so ein paar Messerscheiden gekauft, also ja, wie soll man sagen, so ein Messerscheidenkonvolut, habe ich mir was zusammengebastelt, habe hier einfach mit Kydex abgesägt und dann könnte man das hier so tragen. Es funktioniert sehr gut. Ich habe hier noch einen Feuerstahl angebracht und hier eine kleine Taschenlampe. Das könnte man dann natürlich auch an der originalen Kydex anbringen, das geht natürlich auch. Ja, oder wenn man es vielleicht hier auf den Gipfel des Unsinns treiben möchte, könnte man hier auch ein Feuerzeug dran klipsen. Dann hat man Feuerstahl und ein Feuerzeug. Ja, ist natürlich Quatsch, aber geht auf jeden Fall. Und ja, ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Man kann sich auch selbst eine Vinylmesserscheide bauen, also hier aus einer alten Schallplatte. Pussycat, do it. Und ich habe es getan. Das Teil ist von 1975, also ein bisschen älter als ich. Diese seltsame Bauart mit dem offenen Messerrücken, die hat sich einfach ergeben, weil die Messerscheide einfach eigentlich zu kurz ist. Aber das ist hier auch sehr, sehr passgenau und wackelt nichts und funktioniert wirklich gut. Ja, ist tatsächlich auch ein bisschen praktisch mit diesem offenen Klingenrücken, weil man damit einen Feuerstahl anreißen könnte, ohne das Messer zu ziehen. Das ist hier Kokosfasermatte und das brennt wirklich richtig gut. Wobei das bei dieser Ganzstahl-Variante dann sowieso nicht nötig wäre. Das würde nämlich auch ganz gut mit dem Griff funktionieren. Zeit fürs Fazit. Fazit: Knives 4 hat hier mit dem Bush Backup ein sehr sympathisches Produkt auf den Markt gebracht. Die Verarbeitung ist wirklich gut, die Materialwahl ebenso. Das Griffkonzept ist auch sehr überzeugend. Es gibt nicht viele kleine Messer mit einem vollwertigen Griff. Also mir fällt jetzt noch das Mora Elderes ein und vielleicht noch das Pocrop, das ich mal vorgestellt habe, aber das hat auch bloß hier so einen Dreifingergriff eigentlich. Ja, vielleicht fallen euch noch mal Messer ein, gerne in die Kommentare. Ich habe hier mal vor ein paar Jahren was sehr Ähnliches gemacht. Das ist die Spitze einer Opinel-Klinge. Die habe ich hier in Eisstäbchen eingearbeitet. Und ja, auf den ersten Blick ist zumindest Ähnlichkeit vorhanden. Kann das Messer hier wirklich auch sehr schön in die Hand nehmen. Das ist skalpellähnlich. Kann sehr schöne, saubere Schnitte führen und das geht hiermit auch. Also das ist ein tolles Messer. Ich kann es nicht anders sagen. Wir haben hier ein kleines Hosentaschenfix. Man kann es als Neckknife tragen, vielleicht auch am Gürtel. Und die Kydex-Scheide ist auch sehr gut gemacht. Ich habe vorhin vergessen zu erwähnen, hier ist noch ein Drainageloch. Also hier wurde wirklich an alles gedacht. Dazu hat man die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu modifizieren, sich kreativ auszutoben, wenn man das möchte. Das Ganze gibt es hier für etwa 60 Euro.
Also ein wirklich gelungenes Gesamtpaket. Produktlink, Spezifikation, andere Infos, auch Videos von anderen YouTubern habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Nochmal ein großer Dank an Reini Rossmann und das gesamte Team im Hintergrund. Das war wirklich eine schöne Überraschung und das ist schlichtweg ein wirklich tolles Produkt. Das war's dann auch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.